briefe über don carlos von friedrich von schiller vierter bis siebenter brief LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem besitz Vierter Brief Um einen großen teil seiner bewunderer dürfte ihn dieses geständnis bringen aber er wird sich mit dem kleinen teil der neuen verehrer trösten die es ihm zuwendet und zum allgemeinen beifall überhaupt konnte sich ein charakter wie der seinige niemals hoffnung machen hohes wirkendes wohlwollen gegen das ganze schließt keineswegs die zärtliche teilnahme an den freuden und leiden eines einzelnen wesens aus daß er das menschengeschlecht mehr liebt als karln tut seiner freundschaft für ihn keinen eintrag immer würde er ihn hätte ihn auch das schicksal auf keinen thron gerufen durch eine besondere zärtliche bekümmernis vor allen übrigen unterschieden haben im herzen seines herzens würde er ihn getragen haben wie hamlet seinen horatio man hält dafür daß das wohlwollen um so schwächer und laulichter werde je mehr sich seine gegenstände häufen aber dieser fall kann auf den marquis nicht angewandt werden der gegenstand seiner liebe zeigt sich ihm im vollesten lichte der begeisterung herrlich und verklärt steht dieses bild vor seiner seele wie die gestalt einer geliebten da es carlos ist der dieses ideal von menschenglück wirklich machen soll so trägt er es auf ihn über so faßt er zuletzt beides in einem gefühl unzertrennlich zusammen in carlos allein schaut er seine feurig geliebte menschheit itzt an sein freund ist der brennpunkt in welchem alle seine vorstellungen von jenem zusammengesetzten ganzen sich sammeln er wirkt also doch nur in einem gegenstand auf ihn den er mit allem enthusiasmus und allen kräften seiner seele umfaßt mein herz nur einem einzigen geweiht umschloß die ganze welt in meines carlos seele schuf ich ein paradies für millionen hier ist also liebe zu einem wesen ohne hintansetzung der allgemeinen sorgsame pflege der freundschaft ohne das unbillige das ausschließende dieser leidenschaft hier allgemeine alles umfassende philanthropie in einen einzigen feuerstrahl zusammengedrängt und sollte eben das dem interesse geschadet haben was es veredelt hat dieses gemälde von freundschaft sollte an rührung und anmut verlieren was ihm an würde gegeben worden an stärke verlieren was es an umfang gewann der freund des carlos sollte darum weniger anspruch auf unsere tränen und unsere bewunderung haben weil er mit der beschränktesten äußerung des wohlwollenden affekts seine weiteste ausdehnung verbindet und das göttliche der universellen liebe durch ihre menschlichste anwendung mildert mit der neunten szene des dritten aufzugs öffnet sich ein ganz neuer spielraum für diesen charakter
Fünfter Brief. Leidenschaft für die Königin hat endlich den Prinzen bis an den Rand des Verderbens geführt. Beweise seiner Schuld sind in den Händen seines Vaters, und seine unbesonnene Hitze ließ ihn dem lauernden Argwohn seiner Feinde die gefährlichsten Blößen geben. Er schwebt in augenscheinlicher Gefahr, ein Opfer seiner wahnsinnigen Liebe, der väterlichen Eifersucht, des Priesterhasses, der Rachgier eines beleidigten Feindes und einer verschmähten Buhlerin zu werden. Seine Lage von außen fordert die dringendste Hilfe, noch mehr aber fordert sie der innere Zustand seines Gemüts, der alle Erwartungen und Entwürfe des Marquis zu vereiteln droht. Von jener Gefahr muß der Prinz befreit, aus diesem Seelenzustand muß er gerissen werden. Wenn jene Entwürfe zu Flanderns Befreiung in Erfüllung gehen sollen, und der Marquis ist es, von dem wir beides erwarten, der uns auch selbst dazu Hoffnung macht. Aber auf eben dem Wege, woher dem Prinzen Gefahr kommt, ist auch bei dem König ein Seelenzustand hervorgebracht worden, der ihn das Bedürfnis der Mitteilung zum ersten Mal fühlen lässt. Die Schmerzen der Eifersucht haben ihn aus dem unnatürlichen Zwang seines Standes in den ursprünglichen Stand der Menschheit zurückversetzt, haben ihn das Leere und Gekünstelte seiner Despotengröße fühlen und Wünsche in ihm aufsteigen lassen, die weder Macht noch Hoheit befriedigen kann. König! König nur und wieder König, keine bessere Antwort als leeren, hohlen Widerhall. Ich schlage an diesen Felsen und will Wasser, Wasser für meinen heißen Fieberdurst. Er gibt mir glühend Gold. Gerade ein Gang der Begebenheiten wie der bisherige deucht mir, oder keiner konnte bei einem Monarchen, wie Philipp der Zweite war, einen solchen Zustand erzeugen, und gerade so ein Zustand musste in ihm erzeugt werden, um die nachfolgende Handlung vorzubereiten und den Marquis ihm nahe bringen zu können. Vater und Sohn sind auf ganz verschiedenen Wegen auf den Punkt geführt worden, wo der Dichter sie haben muß. Auf ganz verschiedenen Wegen wurden beide zu dem Marquis von Posa hingezogen, in welchem einzigen das bisher getrennte Interesse sich nunmehr zusammendrängt. Durch Carlos Leidenschaft für die Königin und deren unausbleibliche Folgen bei dem König wurde dem Marquis seine ganze Laufbahn geschaffen. Darum war es nötig, dass auch das ganze Stück mit jener eröffnet wurde. Gegen sie musste der Marquis selbst so lange in Schatten gestellt werden und sich, bis er von der ganzen Handlung Besitz nehmen konnte, mit einem untergeordneten Interesse begnügen. Weil er von ihr allein alle Materialien zu seiner künftigen Tätigkeit empfangen konnte. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers durfte also durchaus nicht vor der Zeit davon abgezogen werden, und darum war es nötig, dass sie bis hieher als Haupthandlung beschäftigte. Das Interesse hingegen, das nachher
das herrschende werden sollte, nur durch winke von ferne angekündigt wurde. Aber sobald das Gebäude steht, fällt das Gerüste. Die Geschichte von Carlos Liebe als die bloß vorbereitende Handlung weicht zurück, um derjenigen Platz zu machen, für welche allein sie gearbeitet hatte, nämlich jene verborgenen Motive des Marquis, welche keine andere sind als Flanderns Befreiung und das künftige Schicksal der Nation. Motive, die man unter der Hülle seiner Freundschaft bloß geahnet hat, treten jetzt sichtbar hervor und fangen an, sich der ganzen Aufmerksamkeit zu bemächtigen. Carlos, wie aus dem bisherigen zur Genüge erhellet, wurde von ihm nur als das einzige unentbehrliche Werkzeug zu jenem feurig und standhaft verfolgten Zweck betrachtet und als ein solches mit eben dem Enthusiasmus, wie der Zweck selbst umfasst. Aus diesem universelleren Motive musste eben der ängstliche Anteil an dem Wohl und Weh seines Freundes, eben die zärtliche Sorgfalt für dieses Werkzeug seiner Liebe fließen. Als nur immer die stärkste persönliche Sympathie hätte hervorbringen können. Karls Freundschaft gewährt ihm den vollständigsten Genuss seines Ideales. Sie ist der Vereinigungspunkt aller seiner Wünsche und Tätigkeiten. Noch kennt er keinen andern und kürzern Weg, sein hohes Ideal von Freiheit und Menschenglück wirklich zu machen, als der ihm in Carlos geöffnet wird. Es fiel ihm gar nicht ein, dies auf einem andern Wege zu suchen, am allerwenigsten fiel es ihm ein, diesen Weg unmittelbar durch den König zu nehmen. Als er daher zu diesem geführt wird, zeigt er die höchste Gleichgültigkeit. Mich will er haben? Mich? Ich bin ihm nichts. Ich wahrlich nichts. Mich hier in diesen Zimmern? Wie zwecklos und wie ungereimt. Was kann ihm viel dran liegen, ob ich bin? Sie sehen, es führt zu nichts. Aber nicht lange überlässt er sich dieser müßigen, dieser kindischen Verwunderung. Einem Geiste, gewohnt, wie es dieser ist, jedem Umstande seine Nutzbarkeit abzumerken, auch den Zufall mit bildender Hand zum Plan zu gestalten, jedes Ereignis in Beziehung auf seinen herrschenden Lieblingszweck sich zu denken, bleibt der hohe Gebrauch nicht lange verborgen, der sich von dem jetzigen Augenblick machen lässt. Auch das kleinste Element der Zeit ist ihm ein heilig anvertrautes Fund, womit gewuchert werden muss. Noch ist es nicht klarer, zusammenhängender Plan, was er sich denkt. Bloße dunkle Ahnung, und auch diese kaum, bloß flüchtig aufsteigender Einfall ist es, ob hier vielleicht gelegentlich etwas zu wirken sein möchte. Er soll vor denjenigen treten, der das Schicksal so vieler Millionen in der Hand hat. Man muss den Augenblick nutzen, sagt er zu sich selbst, der nur einmal kommt.
wär's auch nur ein feuerfunke wahrheit in die seele dieses menschen geworfen der noch keine wahrheit gehört hat wer weiß wie wichtig ihn die vorsicht bei ihm verarbeiten kann mehr denkt er sich nicht dabei als einen zufälligen umstand auf die beste art die er kennet zu benutzen in dieser stimmung erwartet er den könig sechster brief ich behalte mir auf eine andere gelegenheit vor mich über den ton auf welchen sich posa gleich zu anfang mit dem könige stimmt wie überhaupt über sein ganzes verfahren in dieser szene und die art wie dieses von dem könige aufgenommen wird näher gegen sie zu erklären wenn sie lust haben mich zu hören jetzt begnüge ich mich bloß bei demjenigen stehen zu bleiben was mit dem charakter des marquis in der unmittelbarsten verbindung steht alles was der marquis nach seinem begriffe von dem könig vernünftigerweise hoffen konnte bei ihm hervorzubringen war ein mit Demütigung verbundenes Erstaunen, dass seine große Idee von sich selbst und seine geringe Meinung von Menschen doch wohl einige Ausnahmen leiden dürfte. Alsdann die natürliche, unausbleibliche Verlegenheit eines kleinen Geistes vor einem großen Geist. Diese Wirkung konnte wohltätig sein, wenn sie auch bloß dazu diente, die Vorurteile dieses Menschen auf einen Augenblick zu erschüttern, wenn sie ihn fühlen ließ, dass es noch jenseits seines gezogenen Kreises Wirkungen gebe, von denen er sich nichts hätte träumen lassen. Dieser einzige Laut konnte noch lange nachhallen in seinem Leben, und dieser Eindruck mußte desto länger bei ihm haften, je mehr er ohne Beispiel war. Aber Posa hatte den König wirklich zu flach, zu obenhin beurteilt, oder wenn er ihn auch gekannt hätte, so war er doch von der damaligen Gemütslage desselben zu wenig unterrichtet, um sie mit in Berechnung zu bringen. Diese Gemütslage war äußerst günstig für ihn und bereitete seinen hingeworfenen Reden eine Aufnahme, die er mit keinem Grund der Wahrscheinlichkeit hatte erwarten können. Diese unerwartete Entdeckung gibt ihm einen lebhaftern Schwung und dem Stücke selbst eine ganz neue Wendung. Kühn gemacht durch einen Erfolg, der all sein Hoffen übertraf, und durch einige Spuren von Humanität, die ihn an dem Könige überraschen, in Feuer gesetzt, verirrt er sich auf einen Augenblick bis zu der ausschweifenden Idee, sein herrschendes Ideal von Flanderns Glück und so weiter unmittelbar an die Person des Königs anzuknüpfen, es unmittelbar durch diesen in Erfüllung zu bringen. Diese Voraussetzung setzt ihn in eine Leidenschaft, die den ganzen Grund seiner Seele eröffnet, alle Geburten seiner Phantasie, alle Resultate seines stillen Denkens ans Licht bringt und deutlich zu erkennen gibt, wie sehr ihn diese Ideale beherrschen. Jetzt in diesem Zustand der Leidenschaft werden alle die Triebfedern sichtbar, die ihn bis jetzt in Handlung gesetzt haben. Jetzt ergeht es ihm wie jedem Schwärmer,
der von seiner herrschenden idee überwältigt wird. Er kennt keine grenzen mehr. Im feuer seiner begeisterung veredelt er sich den könig, der mit erstaunen ihm zuhört und vergisst sich so weit, hoffnungen auf ihn zu gründen, worüber er in den nächsten ruhigen augenblicken erröten wird. An Carlos wird jetzt nicht mehr gedacht. Was für ein langer Umweg, erst auf diesen zu warten! Der König bietet ihm eine weit nähere und schnellere Befriedigung dar. Warum das Glück der Menschheit bis auf seinen Erben verschieben? Würde sich Carlos Busenfreund so weit vergessen, würde eine andere Leidenschaft als die herrschende den Marquis so weit hingerissen haben? Ist das Interesse der Freundschaft so beweglich, dass man es mit so weniger Schwierigkeit auf einen andern Gegenstand übertragen kann? Aber alles ist erklärt, sobald man die Freundschaft jener herrschenden Leidenschaft unterordnet. Dann ist es natürlich, dass diese bei dem nächsten Anlass ihre Rechte reklamiert und sich nicht lange bedenkt, ihre Mittel und Werkzeuge umzutauschen. Das Feuer und die Freimütigkeit, womit Posa seine Lieblingsgefühle, die bis jetzt zwischen Carlos und ihm Geheimnisse waren, dem Könige vortrug, und der Wahn, dass dieser sie verstehen, ja gar in Erfüllung bringen könnte, war eine offenbare Untreue, deren er sich gegen seinen Freund Karl schuldig machte. Posa, der Weltbürger, durfte so handeln, und ihm allein kann es vergeben werden. An dem Busenfreunde Karls wäre es ebenso verdammlich, als es unbegreiflich sein würde. Länger als Augenblicke freilich sollte diese Verblendung nicht dauern. Der ersten Überraschung, der Leidenschaft, vergibt man sie leicht. Aber wenn er auch noch nüchtern fortführe, daran zu glauben, so würde er billig in unseren Augen zum Träumer herabsinken. Dass sie aber wirklich Eingang bei ihm gefunden, erhält aus einigen Stellen, wo er darüber scherzt oder sich ernsthaft davon reinigt. Gesetzt, sagt er der Königin, ich ginge damit um, meinen Glauben auf den Thron zu setzen. Königin: Nein, Marquis, auch nicht einmal im Scherze möcht ich dieser unreifen Einbildung sie zeihen. Sie sind der Träumer nicht, der etwas unternähme, was nicht geendigt werden kann. Marquis: Das eben wär noch die Frage, denk ich. Carlos selbst hat tief genug in die Seele seines Freundes gesehen, um einen solchen Entschluss in seiner Vorstellungsart gegründet zu finden, und das, was er selbst bei dieser Gelegenheit über ihn sagt, könnte allein hinreichen, den Gesichtspunkt des Verfassers außer Zweifel zu setzen. Du selbst, sagt er ihm, noch immer im Wahn, dass der Marquis ihn aufopfert, du selbst wirst jetzt vollenden, was ich gesollt und nicht gekonnt. Du wirst den Spaniern die goldnen Tage schenken, die sie von mir umsonst gehofft. Mit mir ist es ja aus, auf immer aus. Das hast du eingesehen,
o diese fürchterliche liebe hat alle frühen blüthen meines geists unwiederbringlich hingerafft. Ich bin für deine großen hoffnungen gestorben. Vorsehung oder zufall führen dir den könig zu. Es kostet mein geheimnis, und er ist dein. Du kannst sein engel werden. Für mich ist keine rettung mehr. Vielleicht für spanien. Und folgende. Und an einem andern Orte sagt er zum Grafen von Lerma, um die vermeintliche Treulosigkeit seines Freundes zu entschuldigen. Er hat mich lieb gehabt, sehr lieb. Ich war ihm teuer wie seine eigne Seele. Oh, das weiß ich, das haben tausend Proben mir erwiesen. Doch sollen Millionen ihm, soll ihm das Vaterland nicht teurer sein als einer? Sein Busen war für einen Freund zu groß und Carlos Glück zu klein für seine Liebe. Er opferte mich seiner Tugend. Siebenter Brief. Posa empfand es recht gut, wie viel seinem Freunde Carlos dadurch entzogen worden, daß er den König zum Vertrauten seiner Lieblingsgefühle gemacht und einen Versuch auf dessen Herz getan hatte. Eben weil er fühlte, daß diese Lieblingsgefühle das eigentliche Band ihrer Freundschaft waren, so wußte er auch nicht anders, als daß er diese in eben dem Augenblicke gebrochen hatte, wo er jene bei dem König profanierte. Das wußte Carlos nicht, aber Posa wußte es recht gut, daß diese Philosophie und diese Entwürfe für die Zukunft das heilige Palladium ihrer Freundschaft und der wichtige Titel waren, unter welchem Carlos sein Herz besaß. Eben weil er das wußte und im Herzen voraussetzte, daß es auch Karln nicht unbekannt sein könnte, wie konnte er es wagen, ihm zu bekennen, daß er dieses Palladium veruntreut hätte? Ihm gestehen, was zwischen ihm und dem König vorgegangen war, mußte in seinen Gedanken ebenso viel heißen, als ihm ankündigen, daß es eine Zeit gegeben, wo er ihm nichts mehr war. Hatte aber Carlos künftiger Beruf zum Thron, hatte der Königssohn keinen Anteil an dieser Freundschaft, war sie etwas vor sich Bestehendes und durchaus nur Persönliches, so konnte sie durch jene Vertraulichkeit gegen den König zwar beleidigt, aber nicht verraten, nicht zerrissen worden sein. So konnte dieser zufällige Umstand ihrem Wesen nichts anhaben. Es war Delikatesse, es war Mitleid, daß Posa, der Weltbürger, dem künftigen Monarchen die Erwartungen verschwieg, die er auf den jetzigen gegründet hatte. Aber Posa, Carlos Freund, konnte sich durch nichts schwerer vergehen als durch diese Zurückhaltung selbst. Zwar sind die Gründe, welche Posa sowohl sich selbst als nachher seinem Freunde von dieser Zurückhaltung, der einzigen Quelle aller nachfolgenden Verwirrungen, angibt, von ganz anderer Art. Vierter Akt, sechster Auftritt. Der König glaubte dem Gefäß,
dem er sein heiliges geheimnis übergeben und glauben fordert dankbarkeit. Was wäre geschwätzigkeit, wenn mein verstummen dir nicht leiden bringt, vielleicht erspart? Warum dem Schlafenden die Wetterwolke zeigen, die über seiner Scheitel hängt? Und in der dritten Szene des fünften Akts: Doch ich, von falscher Zärtlichkeit bestochen, von stolzem Wahn geblendet, ohne dich das Wagestück zu enden, unterschlage der Freundschaft mein gefährliches Geheimnis. Aber jedem, der nur wenige Blicke in das Menschenherz getan, wird es einleuchten, daß sich der Marquis mit diesen eben angeführten Gründen, die an sich selbst bei weitem zu schwach sind, um einen so wichtigen Schritt zu motivieren, nur selbst zu hintergehen sucht, weil er sich die eigentliche Ursache nicht zu gestehen wagt. Einen weit wahreren Aufschluss über den damaligen Zustand seines Gemüts gibt eine andere Stelle, woraus deutlich erhellt, dass es Augenblicke müsse gegeben haben, in denen er mit sich zu Rate ging, ob er seinen Freund nicht geradezu aufopfern sollte. Es stand bei mir, sagt er zu der Königin, einen neuen Morgen heraufzuführen über diese Reiche. Der König schenkte mir sein Herz, er nannte mich seinen Sohn. Ich führe seine Siegel, und seine Alba sind nicht mehr. Und folgende: Doch geb ich den König auf. In diesem starren Boden blüht keine meiner Rosen mehr. Das waren nur Gaukelspiele kindischer Vernunft, vom reifen Manne schamrot widerrufen. Den nahen, hoffnungsvollen Lenz sollt ich vertilgen, einen lauen Sonnenblick im Norden zu erkünsteln, eines müden Tyrannen letzten Rutenstreich zu mildern, die große Freiheit des Jahrhunderts wagen? Elender Ruhm, ich mag ihn nicht. Europens Verhängnis reift in meinem großen Freunde. Auf ihn verweis ich Spanien. Doch wehe, weh mir und ihm, wenn ich bereuen sollte, wenn ich das Schlimmere gewählt, wenn ich den großen Wink der Vorsicht missverstanden, die mich, nicht ihn, auf diesem Thron gewollt. Also hat er doch gewählt, und um zu wählen, mußte er also ja den Gegensatz sich als möglich gedacht haben. Aus allen diesen angeführten Fällen erkennt man offenbar, daß das Interesse der Freundschaft einem höheren nachsteht und daß ihr nur durch dieses Letztere ihre Richtung bestimmt wird. Niemand im ganzen Stück hat dieses Verhältnis zwischen beiden Freunden richtiger beurteilt als Philipp selbst, von dem es auch am ersten zu erwarten war. Im Munde dieses Menschenkenners legte ich meine Apologie und mein eignes Urteil von dem Helden des Stückes nieder, und mit seinen Worten möge denn auch diese Untersuchung beschlossen werden. Und wem bracht er dies Opfer? Dem Knaben? Meinem Sohne? Nimmermehr. Ich glaub es nicht. Für einen Knaben stirbt ein Posa nicht. Der Freundschaft arme Flamme füllt eines Posa Herz nicht aus.
das schlug der ganzen menschheit. Seine Neigung war die Welt mit allen kommenden Geschlechtern. Siebenter Brief.